Wir sind gestartet eigentlich mit einer Recherche auf die Bewegungsqualität von alten Menschen, haben uns dann aber nicht nur auf diese beschränkt, sondern haben vor allem auch gesucht, wie bewegt sich ein Mensch, der sich verloren hat, der im Raum verloren ist. Was uns interessiert jetzt im Stück ist, wie kann ein Körper diese Verlorenheit ausdrücken? Wie steht er im Raum? Was für eine Affinität zu Gewicht, zu Zeit hat er? Wie fühle ich mich, wenn ich verloren bin? Wie fühle ich mich, wenn ich nach Hause möchte in meinen Körper, aber ich finde dieses Zuhause nicht mehr? Es ist insgesamt die Erfahrung mit Menschen, die in die Demenz gehen, etwas, was tief irritiert. Und ich wollte etwas darüber machen, über diese Erschütterung, die ich selber erlebt habe. Es ist kein dokumentarischer Abend, der jetzt sich abzeichnet, sondern einer, der mit verschiedenen Annäherungsformen die Erschütterung und die verrückte Poesie auch dieses Themas umkreist. Ich bin Simon Huckler und das ist der Schilbech. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr 3-4 Monaten so. Eine grosse Challenge war, herauszufinden, wie er sich bewegt. Es ist eine grosse Entdeckungsreise eigentlich, weil ich weiss nicht, wie er sich bewegt hat. Das ist alles auf Fantasie. Mit Fantasie versuchen wir uns mit viel Einfühlungsvermögen zu ihm zuzuwenden und herauszufinden, wie er war. Also in dem Stück, das wir auf die Bühne bringen werden, übernehme ich die Rolle von einer Enkelin, von einem Patienten. Und sie haben eine ganz spezielle Verbindung über die Musik. Und sie fühlt sich auch sehr nach ihm, weil sie auch muss kämpfen, gegen Sachen rebellieren, laut werden. Und sie ein bisschen am Rand der Gesellschaft leben. Ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist, nicht in eine Karikatur zu fallen, also im Karikieren von einem alten Menschen, irgendwie gebeugter Rücken und ja, halt so das Klischee. Es ist wirklich unser Ziel, einen inneren Zustand vermitteln zu können, über die Körperhaltung, über den Ausdruck, über das Tempo, auch die Relation zu anderen Körpern. Thank you.